Willkommen zu unserer Reise durch Mythen und Legenden auf dem Kanal Echo der Antike, Mythen und Legenden. Alle von uns sind auf Geschichten über Gott in Kirchen oder Religionsunterricht gestoßen. Jedoch betrachten wir diese Figur aus einer anderen Perspektive, durch das Prisma archäologischer Entdeckungen und die Analyse von Experten auf dem Gebiet der Religionsstudien. Ich lade Sie zur Analyse ein, während der wir den Zusammenhang zwischen der Bibel und alten Aufzeichnungen entdecken und die Geheimnisse von Gott Jahwe, Elohim und den Anunnaki erforschen werden. Wir werden das Stichwort Jahwe von der Seite der Enzyklopädie der alten Geschichte analysieren. Jahwe ist der Name des Gottes des alten Israel und später Juda. Im weiteren Teil lesen wir, dass Jahwe als allmächtiger Schöpfer, Beschützer und Retter des Universums von den frühen Christen als ihr Gott adaptiert wurde, der seinen Sohn Jesus als den versprochenen Messias sandte. Der Islam interpretiert dieselbe Gottheit als Allah in seinem Glaubenssystem. Im Laufe der Zeit wurde Jahwe, ursprünglich die Gottheit der Israeliten, der einzige Gott, sowohl für Christen als auch für Muslime. Juden, Christen und Muslime verehren denselben Gott. Zusammen bilden die Anhänger dieser Religionen eine Gruppe von über 4 Milliarden Menschen, was bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Erdbevölkerung an denselben Gott glaubt. Daher lohnt es sich, die Entstehung des Kultes von Jahwe zu untersuchen. Beginnen wir mit der Verbindung zwischen der Bibel und alten Aufzeichnungen und machen uns dann auf die Suche nach den Quellen des Kultes von Jahwe. Bisher haben wir einige wichtige Zusammenhänge zwischen der Bibel und den Sumerern identifiziert. Der erste besagt, dass die biblische Schöpfungsgeschichte der sumerischen Beschreibung der Erschaffung ähnlich ist. Der zweite Punkt betrifft den biblischen Mythos von der Erschaffung des Menschen aus Lehm nach Gottes Bild, der auch in sumerischen Legenden wiedergespiegelt wird. Der dritte Aspekt bezieht sich auf die biblische und sumerische Beschreibung von 10 prädiluvianischen Herrschern, wobei der siebte von ihnen, Henoch, dem sumerischen Emeduranki entspricht und der letzte, Noah, ähnlich der sumerischen Figur Ziusudra ist. Das vierte Element ist die biblische Geschichte der Sintflut, die der Erzählung über den sumerischen König Ziusudra ähnelt, der in einem Boot während einer lokalen Flut überlebte. Der fünfte Punkt betrifft den biblischen Turm zu Babel, der eine Analogie in einem unvollendeten Projekt hat, das der sumerische König Enmerkar durchführte. Der sechste Aspekt ist die Zerstörung von Sodom und Gomorra, die zur gleichen Zeit stattfand wie die Zerstörung sumerischer Städte. Von diesem Moment an beginnt in der Bibel eine originale Erzählung. Jahwe offenbart sich Abraham, führt ihn ins gelobte Land. Gott Jahwe schließt ein Bündnis mit Abraham und später mit seinen Nachkommen Isaak und Jakob. Und nach vielen Jahren zeigt er sich Mose. Seit dem Erscheinen von Jahwe vor Abraham wurde dieser Gott zum Beschützer der Israeliten, was in der Bibel ausführlich beschrieben ist. Gemäß der biblischen Chronologie lebte Abraham, der Vorfahre der drei großen monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, am Übergang vom 3. zum 2. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Ungefähr 500 Jahre später lebte Mose, der wie Abraham eine besondere Beziehung zu Jahwe hatte. Traditionell wird Mose das Verfassen der Tora zugeschrieben, einschließlich des Buches Genesis, das Elemente ähnlich den sumerischen Geschichten enthält. Weitere 500 Jahre später stoßen wir auf König Salomon, bekannt für den Bau des Tempels in Jerusalem, der Jahwe gewidmet war. Im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung ereignete sich ein wichtiges Ereignis, die Zwangsumsiedlung eines großen Teils der Juden nach Babylon, bekannt als babylonisches Exil. Obwohl traditionell angenommen wird, dass das Buch Genesis das Werk Moses ist, erkennen Experten in religiösen Studien es als komplexes Werk vieler Autoren an, das tatsächlich im 6. oder 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung nach dem babylonischen Exil geschrieben wurde. Abschließend haben wir die Geburt von Yahushua, besser bekannt als Jesus, den Sohn des Gottes des Alten Testaments, dessen Name bedeutet Jahwe ist Rettung. Ein Schlüsselaspekt ist, dass das biblische Buch Genesis, dass die Erschaffung der Welt, des Menschen, die prädiluvianische Epoche, die Sintflut, den Turm zu Babel sowie die Zerstörung von Sodom und Gomorra beschreibt, zwischen dem 6. und 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung niedergeschrieben wurde. Diese gleichen Geschichten, die wir in der Bibel finden, wurden jedoch viel früher von den Sumerern und später von den Akkadern sowie Babyloniern aufgezeichnet.
Die sumerischen Aufzeichnungen datieren auf die Mitte des 3. Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung, während die akkadischen und babylonischen aus dem Beginn des 2. Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung stammen, also aus der Zeit von 2300 bis 1800 Jahren vor unserer Zeitrechnung. Daher wurde die Geschichte Mesopotamiens etwa 1500 Jahre früher aufgezeichnet als das biblische Buch Genesis. Selbst wenn Mose der Autor des Buches Genesis war, was um 1450 vor unserer Zeitrechnung gewesen sein könnte, wären diese Geschichten dennoch hunderte oder sogar tausend Jahre später aufgeschrieben worden als jene aus Mesopotamien. Wir kommen also zu einem Paradox. Obwohl die ursprünglichen Geschichten über die Interaktion der Menschen mit vielen Anunnaki-Göttern viel früher aufgezeichnet wurden, erkennen die Anhänger der abrahamitischen Religionen, Juden, Christen und Muslime, als authentisch die später entstandenen Geschichten an, nicht die ursprünglichen. Laut Experten im Bereich der Religionswissenschaften, wie Professor für biblische Studien Nahum Sarna, Spezialist für Religionswissenschaften und Judaistik John Levenson, sowie Historiker und Archäologe Wilfried Lambert, war der Einfluss der babylonischen Kultur auf die Juden während des babylonischen Exils im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung bedeutend. Die Juden machten damals Bekanntschaft mit mesopotamischen Mythen über die Erschaffung der Welt und Götter, die ursprünglich von den Sumerern stammten. Sie entschieden sich, diese Geschichten an ihren monotheistischen Glauben anzupassen, indem sie sie in eine Geschichte über einen einzigen Gott umwandelten, im Gegensatz zu den polytheistischen Mythen Mesopotamiens. Infolgedessen wird, obwohl in den sumerischen Geschichten viele Anunnaki-Götter auftreten, in der Bibel nur ein Gott dargestellt. Experten weisen auch auf die sogenannte Dokumentenhypothese hin. Wie bekannt, erscheinen am Anfang der Bibel zwei verschiedene Namen Gottes, Jahwe und Elohim. Wissenschaftler glauben, dass das Buch Genesis aus vier verschiedenen Traditionen besteht, von denen die wichtigsten die jahwistische und die elohistische Tradition sind. Die Autoren der elohistischen Tradition verwendeten den Namen Gottes als Elohim, während die Autoren der jahwistischen Tradition ihn Jahwe nannten. In deutschen Übersetzungen der Bibel wird der Begriff Elohim als Gott und Yahweh als Herr übersetzt. Das offizielle wissenschaftliche Erklärungsmodell für die Beziehungen zwischen der Bibel und den Sumerern ist relativ einfach. Während des babylonischen Exils schöpften die Juden aus den früheren Mythen Mesopotamiens und verwandelten dabei das Vielgöttertum der Anunnaki in einen einzigen Gott. Diese Erklärung finden wir in der Fachliteratur von Experten für Religionsstudien. Wie wir weitersehen werden, könnte die Situation jedoch komplexer gewesen sein. In der Mythologie der Sumerer wird die Erschaffung der Welt durch die Anunnaki vollbracht. In der Bibel wird die Erschaffung der Welt Elohim zugeschrieben. Erinnern wir uns, sowohl in der Bibel als auch bei den Sumerern gibt es zwei Beschreibungen der Erschaffung des Menschen, eine allgemeine und eine detaillierte. In der sumerischen Tradition wird der Plan, den Menschen nach dem göttlichen Bild zu schaffen, von den Anunnaki verkündet, während in der Bibel dieser Plan von Elohim ausgedrückt wird. Weiterhin in der sumerischen Mythologie wird der Mensch aus Ton von dem Gott Enki mit Hilfe der Göttin Mami geformt, während in der Bibel der Mensch aus Ton von Jahwe geformt wird. Im Falle des 7. langlebigen Führers haben wir in der Bibel die Figur Henoch, der von Elohim in den Himmel genommen wird, während es in der sumerischen Mythologie die Figur Emeduranki ist, die von den Anunnaki genommen wird. In der Frage der Sintflut entscheiden sich in den sumerischen Mythen die Anunnaki, angeführt vom Gott Enlil, die Flut zu senden, um die Menschheit zu zerstören. In der Bibel ist es Jahwe, der für das Senden der Flut verantwortlich ist. Enki, der sumerische Gott, weist Usudra an, auf den Wassern der Flut zu überleben, während in der Bibel Jahwe Noah Anweisungen zum Bau eines Bootes gibt, um vor der Flut zu fliehen. In beiden Traditionen finden wir auch die Geschichte über die Sprachverwirrung der Menschen. Bei den Sumerern sind Enki und Enlil für dieses Ereignis verantwortlich, während in der Bibel diese Rolle Jahwe zukommt. Im Fall der Zerstörung der Städte verwendet der sumerische Gott Anu eine Waffe namens Sebet, um die sumerischen Städte zu zerstören. Und in der Bibel ist Jahwe für die Zerstörung von Sodom und Gomorra verantwortlich. Aus diesen Vergleichen folgt, dass dort, wo in den sumerischen Mythen die Anunnaki erscheinen, in der Bibel oft der Begriff Elohim verwendet wird.
In Situationen, in denen von Handlungen einzelner Götter die Rede ist, erscheint in der Bibel Jahwe, während in der sumerischen Mythologie verschiedene Götter auftreten, oft Enki, aber auch Enlil, Anu, Era und Mami. Experten auf dem Gebiet der Religionswissenschaften bieten eine Erklärung an, nach der Jahwe von den Juden in diese Geschichten als einziger Gott eingeführt wurde, wodurch er verschiedene sumerische Götter ersetzte. Indem die Juden diese Geschichten adaptierten, wandelten sie sie von polytheistischen Erzählungen in monotheistische um. Erinnern wir uns daran, dass die Anhänger der abrahamitischen Religionen, Juden, Christen und Muslime, zusammen mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen. Das bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Erdbevölkerung glaubt, dass der Held der ursprünglichen sumerischen Geschichten tatsächlich ein einziger Gott war. Allerdings kommt der Name Jahwe nicht unter den sumerischen Gottheiten vor und war den Sumerern unbekannt. Die älteste historische Erwähnung von Ichiwehe, also Jahwe, stammt von einer ägyptischen Stele aus dem 14. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, auf der Ichiwehe im Kontext eines Gebiets zwischen dem Sinai und Edom erwähnt wird. Weitere Bezugnahmen auf Jahwe erscheinen viel später, zum Beispiel auf der Stele von Mescha. Jahwe, ursprünglich als Schutzgott der Israeliten, wurde in einem späteren Stadium in die früheren sumerischen Geschichten integriert. In der Tat waren die Einflüsse auf die Kultur und Religion der alten Juden vielfältig und umfassten nicht nur Mesopotamien, sondern auch die ägyptische und kanaanäische Kulturen. Trotz dieser multikulturellen Einflüsse konzentrierten sich die Juden auf die Vermittlung von Geschichten aus Mesopotamien. Nach Ansicht von Historikern könnten die Israeliten eine Abzweigung der Kanaaniter gewesen sein. Um die Herkunft der Israeliten besser zu verstehen, lohnt es sich, die Figur Abrahams, eine Schlüsselfigur in der Bibel, genauer zu betrachten. Abraham, ursprünglich als Abram bekannt, ist eine Schlüsselfigur, mit der Jahwe ein Bündnis schließt und ihn anweist, nach Kanaan, das gelobte Land, auszuwandern. Aber wer war Abraham? Im 11. Kapitel des Buches Genesis finden wir, dies sind die Geschlechter Terachs. Terach zeugte Abram, Nahor und Haran, und Haran zeugte Lot. Haran starb vor seinem Vater, Terach in seinem Geburtsland, in Ur der Chaldäer. Der Autor des Buches Genesis bezieht sich hier auf die Stadt Ur, eine der ältesten Städte in der Menschheitsgeschichte. Weiter lesen wir, dass Abram und Nahor sich Frauen nahmen, und die Frau Abrahams war Sarai. Die Geschichte von Abram, dem späteren Abraham, enthält wichtige Elemente, die sich auf seine familiären und kulturellen Wurzeln beziehen. Nahor, Abrams Bruder, Frau hieß Milka und war eine Tochter Harans, der noch eine weitere Tochter Jiska hatte. Sarai, Abrams Frau, war unfruchtbar, was ein bedeutendes Motiv in ihrem Lebenslauf darstellte. Terach, Abrams Vater, verließ mit seinem Sohn, seinem Enkel Lot und seiner Schwiegertochter Sarai Ur der Chaldäer und zog in Richtung Kanaan. Unterwegs hielten sie jedoch an und ließen sich in Haran nieder, wo Terach 205 Jahre alt wurde. Ur der Chaldäer, das von Experten als sumerische Stadt identifiziert wird, und Haran in Obermesopotamien sind entscheidend für das Verständnis der Umgebung, in der Abram lebte. In beiden Städten verehrten die Einwohner die Anunnaki, sumerische Götter. Dies deutet auf einen starken Einfluss der Kultur und Religion Mesopotamiens auf die frühen Jahre Abrams hin. Die Informationen über Abraham sind ausschließlich in der Bibel enthalten, was es schwierig macht, eindeutig festzustellen, ob er eine historische Figur war. Seine Rolle als einer der vielen Bewohner von Ur oder Haran mag für die Mesopotamier nicht bedeutend genug gewesen sein, um Spuren in anderen historischen Quellen zu hinterlassen. Im 12. Kapitel des Buches Genesis wird beschrieben, wie Jahwe sich Abraham in Haran offenbart. Der Herr sagte zu Abram: Gehe aus deinem Land und deinem Vaterhaus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Weiter wird beschrieben, wie Abram mit seiner Frau Sarai und seinem Neffen Lot nach Kanaan zieht. Dort offenbart sich der Herr Abram und verspricht ihm, dass dieses Land seinem Nachkommen gegeben wird. Abram errichtet dort einen Altar für den Herrn. Es gibt jedoch ein Problem, da Abram in fortgeschrittenem Alter ist und keine Kinder hat und seine Frau Sarai unfruchtbar ist. Im 16. Kapitel des Buches Genesis wird die Situation beschrieben, in der Sarai, die eine ägyptische Sklavin namens Hagar hat, Abram vorschlägt,
sich ihr zu nähern und mit ihr einen Nachkommen zu zeugen. Auf diese Weise hätte Abram die Chance, Nachkommen zu haben. In der Bibel wird tatsächlich beschrieben, wie Abram sich Hagar nähert, die ihm daraufhin einen Sohn, Ismael, gebärt. Dieses Ereignis ist ein wichtiger Bestandteil der biblischen Erzählung. Im 17. Kapitel des Buches Genesis lesen wir über einen weiteren entscheidenden Moment im Leben Abrahams. Als er 99 Jahre alt war, offenbarte sich der Herr ihm und sagte: Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei tadellos. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und dich überaus zahlreich machen. Im ursprünglichen hebräischen Text stellt sich Gott als El Shaddai vor. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels schließt Jahwe ein Bündnis mit Abraham, ändert seinen Namen in Abraham und den seiner Frau Sarai in Sarah. Dann verspricht er, dass Sarah ihm einen Sohn, Isaak, gebären wird, mit dem er auch ein Bündnis schließen wird. Bezüglich Ismaels versichert Gott, dass er auch ihn segnen wird, indem er ihm verspricht, fruchtbar zu sein und der Vater von 12 Fürsten sowie eines großen Volkes zu werden. Das göttliche Bündnis wird jedoch mit Isaak geschlossen, den Sarah im nächsten Jahr gebären soll. Kehren wir also zu der besprochenen Kuriosität zurück. Obwohl Abraham einen erstgeborenen Sohn Ismael hatte, äußert Jahwe den Wunsch, ein Bündnis nicht mit ihm, sondern mit Isaak zu schließen, dem Sohn, den Sarah, Abrahams Frau, gebären wird. Dies führt uns zu einem faszinierenden Detail, das im 20. Kapitel des Buches Genesis beschrieben wird. Als Abraham in Gerar weilt, offenbart er, dass Sarah seine Halbschwester ist, die Tochter desselben Vaters, aber einer anderen Mutter, und dass sie dennoch seine Frau wurde. Interessanterweise war die Praxis, eine Halbschwester zu heiraten, charakteristisch für die sumerischen Götter Anunnaki. Es scheint, dass Abraham durch die Heirat mit Sarah diese sumerische Tradition wiederholt. Darüber hinaus gab es im sumerischen Glauben einzigartige Erbfolgeregelungen. Obwohl normalerweise der erstgeborene Sohn die wichtigste Rolle spielte, spezielle Privilegien erhielt und oft das Erbe des Vaters übernahm, galt bei den sumerischen Göttern Anunnaki eine andere Tradition. Der rechtmäßige Erbe war der Sohn, der aus der Beziehung mit einer Halbschwester hervorging. Ähnlich verhält es sich hier. Obwohl Abraham bereits einen älteren Sohn Ismael hatte, erteilt Jahwe seinen Segen und schließt ein Bündnis mit Isaak, dem Kind, das aus seiner Beziehung mit Sarah, seiner Halbschwester, geboren wurde. Experten im Bereich der Religionsstudien übersehen oft diese Tatsache. Mit anderen Worten, Abraham lebte nicht nur im sumerischen Ur und im mesopotamischen Haran, wo sich ihm Jahwe offenbarte, sondern sowohl er als auch Jahwe folgten sumerischen Erbfolgeregelungen, die einen männlichen Nachkommen bevorzugten, der aus der Beziehung mit einer Halbschwester hervorgegangen ist. Daher zeigt sich eine unerwartete Verbindung zwischen Abraham und der sumerischen Kultur. Tatsächlich wirft diese Beziehung Licht auf die Gründe, warum die Juden aus den Geschichten der Sumerer schöpften und sich als ihre Nachkommen betrachteten. Der biblische Noah, der die Sintflut überlebte, wird mit dem sumerischen König Ziusudra identifiziert. Laut der Bibel hatte Noah drei Söhne: Sem, Ham und Japhet, von denen, wie man sagt, die gesamte Menschheit nach der Flut abstammt. Die Nachkommen dieser Söhne waren die Gründer verschiedener Nationen. Die Bibel konzentriert sich hauptsächlich auf die Linie von Sem, aus der Arpachschad, Schelach, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terach und Abraham hervorgegangen sind. Wie zuvor erwähnt, lebten Abraham und sein Vater Terach im sumerischen Ur. Abraham folgte ebenfalls sumerischen Traditionen. Die Juden, als Nachkommen Abrahams, der ein Bewohner Sumeriens war, sind auch Nachkommen Sems, des Sohnes Noahs, der als Sumerer angesehen wird. Es sei daran erinnert, dass Noah eine Figur ist, die mit dem sumerischen König Ziusudra übereinstimmt. Somit verbindet Abraham, als Nachkomme dieses sumerischen Herrschers, die Juden mit dem sumerischen Erbe. Daher kann man einen Schlüsselschluss ziehen. Laut der Bibel haben die Juden ihre Wurzeln in Mesopotamien und sind Nachkommen der Sumerer. Aus der Sicht der Juden haben sie nicht so sehr die mesopotamischen Geschichten kopiert, sondern dieselben Geschichten über ihre Vorfahren erzählt, jedoch so umgewandelt, dass anstelle vieler Götter ein einziger Gott erscheint. Lassen wir vorübergehend die Frage der Menschheit nach der Flut beiseite, um weitere Geheimnisse zu erforschen. Das 10. Kapitel des Buches Genesis listet 70 menschliche Nationen auf,
die von den Nachkommen Ziusudras, des sumerischen Königs, bekannt in der Bibel als Noah, abstammen. Faszinierend ist, dass die Kinder der Söhne Noahs als Eponyme verschiedener Nationen bezeichnet werden, was wir im 10. Kapitel des Buches Genesis finden. Zum Beispiel wird Elam, einer der Söhne Sems, als der Stammvater der Elamiter angesehen. Die Juden glaubten daher, dass die Kultur der Elamiter direkt von einem Sohn Sems abstammt. Ähnlich werden die Kuschiten als Nachkommen von Kusch und die Kanaaniter als Nachkommen von Kanaan betrachtet. Nach Ansicht von Experten im Bereich der Religionsstudien waren die Israeliten eng mit den Kanaanitern verbunden und teilten Sprache, Kultur und Geschichte mit ihnen, insbesondere aufgrund enger Kontakte im 2. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Interessant ist auch, dass Misraim, ein weiterer Sohn Hams, neben Kusch, Put und Kanaan oft mit Ägypten in Verbindung gebracht wird. Dies führt zu Theorien, die ein Geheimnis der dynastischen Rassen oder eine Theorie der fremden Elite nahelegen. Archäologen haben nämlich Beweise für die Anwesenheit von Sumerern in Ägypten kurz vor dem Aufstieg der ersten Dynastie gefunden. Diese Menschen, die mit sumerischen Booten anreisten, sumerische Kleidung trugen und sumerische Architektur und Keramik nach Ägypten brachten, eroberten die einheimische Bevölkerung, ließen sich nieder und übernahmen die Macht, was auf tiefe kulturelle Verbindungen zwischen diesen Regionen hinweisen könnte. Die Theorie der dynastischen Rassen findet tatsächlich eine Entsprechung in der Bibel, wo ein ähnlicher Prozess beschrieben wird. Gemäß der Bibel ist Misraim, was im hebräischen Ägypten bedeutet. Dies legt nahe, dass laut der Bibel Ägypten von den Sumerern gegründet wurde. Diese Information, die von Archäologen und Ägyptologen im 20. Jahrhundert bestätigt wurde, war bereits in der Bibel enthalten. Es gibt eine Theorie, nach der Misraim aufgrund der Namensähnlichkeit mit dem legendären ersten ägyptischen Pharao Menes identifiziert werden könnte. Diese Theorie wurde unter anderem von Eusebius, dem phönizischen Priester Sanchu Niaton und islamischen Historikern unterstützt. Das Wichtigste jedoch ist, dass die Bibel darauf hinweist, dass die Nachkommen der Sumerer nach Ägypten gelangten. Wenn wir die biblische Tafel der Nationen betrachten, können wir feststellen, dass Nimrod, ein Sohn Kusches, im Land Shinar herrschte, einem Namen, der sich auf Sumer bezieht. Das bedeutet, dass laut der Bibel die Nachkommen der Sumerer nach der Flut verschiedene Zivilisationen gründeten, einschließlich der Wiederbesiedlung Sumers. In der Bibel wird Nimrod oft mit dem sumerischen König Enmerkar identifiziert. Die Geschichte des Turmbaus zu Babel, wie sie in der Bibel beschrieben wird, wird im Kontext sumerischer Traditionen dargestellt. Es ist bemerkenswert, warum die Bibel eine Geschichte über den Bau eines sumerischen Turms enthalten würde. Es scheint, dass die Juden diese Geschichte als Teil ihres eigenen Erbes ansahen. Die Bibel gibt deutlich an, dass Nimrod, ein Nachkomme Noahs, in dieses Projekt involviert war. Es ist auch interessant, dass der biblische Noah als Äquivalent zum sumerischen König Ziusudra angesehen wird und der biblische Henoch zum sumerischen König Emeduranki. In der bedeutenden Veröffentlichung von Sumer nach Jerusalem von John Sasson, herausgegeben von der Universität von Chicago, werden zahlreiche Parallelen zwischen den Kulturen der Juden und Sumerer diskutiert. Es wird hervorgehoben, dass Abraham in der sumerischen Stadt Ur lebte. Die Hypothese, dass Juden Nachkommen der Sumerer sind, wurde von dem Sumerologen Professor Arno Pöbel vorgeschlagen und erhielt die Unterstützung vieler Historiker wie David Rohl. Interessanterweise fragte sich auch der berühmte Sumerologe Professor Samuel Noah Kramer, ein Befürworter dieser Theorie, in seinen Arbeiten, warum die Bibel, die so genau andere Kulturen beschreibt, fast nichts über die Sumerer erwähnt. Diese Informationen wurden von Wissenschaftlern in Ägypten erst im 20. Jahrhundert entdeckt und bestätigten, was Juden seit langem glauben, dass ihre Wurzeln in Mesopotamien liegen. Zusammenfassend berichtet die Bibel von Anfang an die Geschichte, beginnend mit der Schöpfung der Welt und des Menschen. Sie beschreibt prädiluvianische Führer, unter denen Henoch als der sumerische Emeduranki und Noah als Ziusudra identifiziert werden. Der letzte der prädiluvianischen Herrscher wird vor der kommenden Flut gewarnt, baut eine Arche, rettet sich und seine Familie darauf und nach der Flut opfert er verbranntes Fleisch. Die Nachkommen Noahs, also Ziusudras, gründen verschiedene Kulturen, einschließlich Ägypten und Kanaan, und besiedeln und regieren erneut in Sumer. Die Bibel fährt fort, die Genealogie der Sumerer und der Völker des Nahen Ostens darzustellen, bis sie die Figur Abrahams erreicht.
Abraham stammte aus der sumerischen Stadt Ur und reiste von dort nach Haran in Mesopotamien. Dort offenbarte sich ihm Jahwe und befahl ihm, nach Kanaan zu ziehen. Sowohl Jahwe als auch Abraham folgten sumerischen Bräuchen, was die biblischen Geschichten zusätzlich mit der sumerischen Tradition verbindet. Der Begriff Elohim, in der Bibel als Gott übersetzt, ist grammatisch ein Wort in der Mehrzahl, was die Endung im anzeigt. Laut der Encyclopaedia Britannica, der deutschsprachigen und englischsprachigen Wikipedia sowie verschiedenen Wörterbüchern bedeutet Elohim wörtlich Götter. Traditionell wird es jedoch im Singular interpretiert und bezieht sich auf einen einzigen Gott. Dies liegt an der Verwendung eines Verbs im Singular, sprach, was auf den sogenannten Pluralis Majestatis, also die majestätische Mehrzahlform, hinweist. Interessanterweise wird der Begriff Elohim in der Bibel manchmal von einem Verb in der Mehrzahl begleitet. Als Ergebnis glaubt mehr als die Hälfte der Erdbevölkerung, dass Elohim ein einziger Gott ist. Ein Schlüsselargument in der Diskussion über Elohim ist die Verwendung eines Verbs im Singular sowie die Tatsache, dass die Bibel von einem einzigen Gott erzählen soll. Es gibt jedoch auch ein Argument, das dafür spricht, dass Elohim viele Götter sind, abgeleitet aus der Tatsache, dass das Wort Elohim eine Pluralform ist und im Kontext der Mehrzahl verwendet wird. In dieser Diskussion ist es wertvoll, den Moment zu erwähnen, in dem Jahwe sich Mose auf dem Berg Sinai offenbart. Das erste Gebot lautet: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es ist interessant, dass nach der gängigen Interpretation, in der Elohim als ein einziger Gott angesehen wird, Jahwe und Elohim als dieselbe Wesenheit betrachtet werden. Der einzige Gott, der von Juden, Christen und Muslimen verehrt wird. Somit spricht das Alte Testament von einem einzigen Gott, der sich Abraham, Mose und anderen jüdischen Propheten offenbart hat. Interessant ist jedoch, dass die ersten Worte dieses einen Gottes lauten: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. So bezieht sich Jahwe auf andere Elohim. Die meisten Anhänger der abrahamitischen Religionen interpretieren dies so, als ob der einzige existierende Gott sich hier auf steinerne Götzen bezieht, die von anderen Nationen geschaffen wurden, im Gegensatz zu Jahwe, der der wirkliche Gott ist. Das legt nahe, dass Jahwe als einer von vielen Göttern angesehen werden könnte, aber von Anhängern monotheistischer Religionen als der einzige wahre Gott gewählt und verehrt wird. In der weiteren Erzählung nach dem Tod Moses übernimmt Josua die Führung der Israeliten. Gemäß der Bibel erobern die Israeliten unter Josuas Führung und auf Befehl Jahwes das Land Kanaan. Die Bibel beschreibt, wie Jahwe den Israeliten in ihren militärischen Bemühungen hilft, oft direkt zu ihren Gunsten eingreifend. Ein interessanter Moment tritt auf, als Josua die Israeliten versammelt und in Jahwes Namen zu ihnen spricht. Seine Worte lauten: So spricht der Herr, der Gott Israels, jenseits des Flusses lebten eure Vorfahren Terach, der Vater Abrahams und Nahors, und sie dienten anderen Göttern. Jahwe, der Gott Israels, weist hier darauf hin, dass die Vorfahren der Juden, die in Mesopotamien lebten, fremden Göttern, also anderen Elohim, dienten. Josua ruft dann im Namen Jahwes die Israeliten dazu auf, die Götter abzulehnen, denen ihre Vorfahren sowohl jenseits des Flusses, also in Mesopotamien, als auch in Ägypten dienten und stattdessen nur Jahwe anzubeten. Dies unterstreicht den Übergang vom Polytheismus der mesopotamischen Kultur zum Monotheismus, den Jahwe repräsentiert und von den Israeliten fordert. Dies ist ein Schlüsselmoment in der Formung der jüdischen religiösen Identität, wo Jahwe zum einzigen Gott wird, dem sie dienen sollen. Bei der Betrachtung weiterer Textabschnitte stellt Josua den Israeliten eine Wahl. Entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Vorfahren jenseits des Flusses dienten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt wohnt. Ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Dies ist ein deutlicher Verweis auf verschiedene Elohim, jene aus Mesopotamien und Ägypten, denen die Juden während der Gefangenschaft huldigten, sowie auf die Elohim der Amoriter. Letztendlich müssen die Israeliten entscheiden, welchem Gott sie dienen wollen, und Josua wählt den Dienst an Jahwe. Die Israeliten erklären ebenfalls ihren Wunsch, Jahwe zu dienen, indem sie sagen: Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Aus dieser Perspektive wird Jahwe zu ihrem auserwählten Elohim, obwohl es andere Götter gab, denen sie dienen konnten. Dies wirft eine interessante Frage auf: Wenn Jahwe der einzige Gott ist,
Warum überlegen die Juden, wem sie dienen sollen? Weitere Fragen ergeben sich im Buch der Richter, wo Jiftach, einer der Richter, zum König der Ammoniter sagt: Besitzt du nicht alles, was Chemosh, dein Gott, dir zu besitzen erlaubt hat? Ebenso besitzen wir alles, was der Herr, unser Gott, uns zu besitzen erlaubt hat. Dies deutet auf die Existenz anderer Götter neben Jahwe hin, was als Bestätigung für das Vorhandensein verschiedener Elohim interpretiert werden kann, unter denen Jahwe von den Israeliten als ihr Gott gewählt wird. Auf der Seite Blue Letter Bible finden wir Informationen, dass sowohl Chemosh als auch Jahwe als Elohim bezeichnet werden. Jahwe ist der Elohim der Israeliten, Chemosh der Elohim der Ammoniten und Moabiter. Chemosh wird auch als Elohim beschrieben, gleichrangig mit Jahwe. Wenn wir einige Jahrhunderte voranspringen zu den Zeiten von König Salomon, bekannt für seine Weisheit und seine besondere Beziehung zu Jahwe, erscheint im 11. Kapitel des ersten Buches der Könige ein interessanter Abschnitt über seine Treue zu Jahwe. Als Salomon alt wurde, neigten seine Frauen sein Herz zu anderen Göttern. Sein Herz war nicht mehr ganz dem Herrn, seinem Gott, ergeben, wie das Herz Davids, seines Vaters. Salomon begann, Ashtoreth, der Göttin der Sidoner, und Milkom, dem Greuel der Ammoniter, zu huldigen. Salomon, indem er tat, was in den Augen Jahwes als böse galt, zeigte nicht die volle Treue zum Herrn wie sein Vater David. König Salomon errichtete auch Altäre für Chemosh, den Gott der Moabiter, und Milkom, den Greuel der Ammoniter. Dies unterstreicht, wie selbst bei den größten biblischen Figuren wie Salomon ein Dilemma der Treue zu Jahwe im Kontext ihrer umgebenden polytheistischen Welt bestand. Bei der Betrachtung der Geschichte König Salomons wissen wir, dass Jahwe als sein Elohim dargestellt wird. Dennoch begann Salomon, anderen Elohim zu huldigen, was eine wichtige Frage aufwirft. Salomon, als außerordentlich weise betrachtet, hatte Erfahrungen mit dem Gott Jahwe, mit dem er sprach. Trotzdem huldigte er anderen Elohim und errichtete für sie Altäre. Im Kontext dieser Tatsache stellt sich die Frage, ob Salomon trotz seiner Weisheit nicht in der Lage war, den wahren Gott Jahwe von den falschen Elohim zu unterscheiden, die laut Tradition nicht existierten. Dieses Beispiel führt zu weiteren Überlegungen über die Rolle anderer Elohim im Glauben der Israeliten. Im 44. Kapitel des Buches Jeremia wird beschrieben, wie die Israeliten der Königin des Himmels Opfer darbringen, die von religiösen Experten als Ashtoreth, eine der Göttinnen der Elohim, identifiziert wird. Die Israeliten behaupten, dass es ihnen besser geht, wenn sie ihr Opfer darbringen, als wenn sie Jahwe verehren. Dies weist darauf hin, dass die Bibel viele Elohim erwähnt und die Israeliten sich oft vom Kult Jahwes abwenden und den Kult anderer Elohim wählen. Zu diesen anderen Elohim gehören Chemosh, Ashtoreth, Milkom sowie Dagon und Baal, die als Rivalen Jahwes dargestellt werden. Bei der Zusammenfassung gelangen wir zu einem Höhepunkt dieser Geschichte. Im Jahr 1929 machte eine französische archäologische Expedition eine bedeutende Entdeckung in der Geschichte der Archäologie, indem sie 20.000 Tafeln in den Ruinen der antiken Stadt Ugarit fand. Unter den Ruinen wurden sumerische, ägyptische, hethitische und ugaritische Texte gefunden. Eines der wichtigsten Entdeckungen waren kanaanäische religiöse Texte, die auf das 13. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung datiert wurden. Nach Forschungen von Professor Karel van der Toren beschreiben diese Texte einen Pantheon von Göttern, bekannt als Elohim, was als Elohim vokalisiert wird. Es stellt sich heraus, dass die kanaanäischen Tafeln viele Elohim-Götter aufführen, darunter solche wie Baal, Dagon und Chemosh, dieselben Figuren, die in der Bibel erscheinen. Der Elohim-Pantheon wurde von einem Gott geleitet, der als El oder Elion bekannt ist. John Day, Professor für das Alte Testament an der Universität Oxford, wies auf eine weitere bemerkenswerte Tatsache hin. Ein kanaanäischer Text, bekannt als der Baal-Zyklus, erwähnt 70 Söhne von Elohim, die Söhne des höchsten Gottes El und seiner Frau Asherah sind. Jeder dieser Elohim hatte eine Nation zugewiesen, über die er als Schutzgott wachte. Gemäß der Analyse und dem, was wir auf der Seite Blue Letter Bible sehen, war im ursprünglichen hebräischen Text das Wort Höchster als Elion geschrieben, aber mit der Zeit transformierte es sich und begann als der Höchste übersetzt zu werden. Ein Beispiel ist ein Abschnitt aus dem Buch Deuteronomium 32, Verse 8-9.
Als der Höchste den Völkern ihre Grenzen setzte, als er die Menschenkinder verteilte, da legte er die Grenzen der Völker nach der Zahl der Kinder Israels fest. Denn sein Volk ist das Eigentum des Herrn, Jakob ist sein auserwähltes Erbe. In den Originalaufzeichnungen bezieht sich der Begriff der Höchste auf Elyon, während Herr Jahwe ist. Hier haben wir eine klare Unterscheidung zwischen Elyon und Jahwe. Elyon teilt die Nationen nach der Zahl der Kinder Israels und Jahwe wird als Gott Israels dargestellt. Professor Mark S. Smith, ein Experte für biblische Studien, weist darauf hin, dass in den ältesten Fragmenten der Bibel Elyon, der höchste Gott, die Nationen nach der Zahl der Kinder von Elohim verteilte. Diese Formulierung finden wir in den ältesten erhaltenen Bibelkopien, in den Texten von Qumran und in der Septuaginta. In späteren Kopien, hauptsächlich masoretischen, wurde dieser Satz von den Anhängern Jahwes verändert, um Spuren des Polytheismus, der Kinder von Elohim, zu verwischen und durch die Kinder Israels zu ersetzen. Diese absichtliche Veränderung wird auch von anderen Experten wie John Day oder Emanuel Toff hervorgehoben. In seinem Buch The Early History of God, Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel stellt Professor Mark Smith eine faszinierende Interpretation eines Abschnitts aus dem Buch Deuteronomium, Kapitel 32, Verse 8-9 vor. Smith interpretiert diesen Text als Darstellung Jahwes als einem der Söhne von El, der in diesem Kontext als Elyon bezeichnet wird. Der Abschnitt beschreibt, wie jedem Gott sein eigenes Volk zugeordnet wird und Israel Jahweh zugewiesen wird. Professor Smith und Professor Emanuel Toff weisen darauf hin, dass laut dem Originaltext der höchste Gott Elyon die menschlichen Nationen nach der Anzahl der Kinder von Elohim aufteilte und Jahweh den Israeliten zuwies. Das 10. Kapitel des Buches Genesis listet 70 Nationen nach der Flut auf, was mit kanaanäischen Texten korreliert. Die beschreiben, wie El Elyon die Nationen unter den 70 Söhnen von Elohim aufteilt, von denen jeder zum Schutzgott einer bestimmten Nation wird. Die Bibel gibt nicht genau an, wie viele Nationen Elyon aufteilte, erwähnt aber 70 Nationen. Professor John Day schlägt vor, dass diese Geschichte mit der kanaanäischen Tradition übereinstimmt. Nach dieser Interpretation wurde Jahwe als Elohim der Israeliten, Jakob, Abrahams Enkel, der in Israel umbenannt wurde, zugeteilt. Dies erklärt, warum Jahwe als Elohim der Israeliten dargestellt wird. Die Nation Israel wurde ihm als sein Eigentum im Rahmen der von Elyon durchgeführten Aufteilung zugewiesen. Der biblische Psalm 82 beschreibt tatsächlich eine Versammlung der Elohim-Götter. Bei diesem Treffen kommen die Elohim vor dem Gott El zusammen. Im 6. Vers erscheint die Aussage: Ihr seid Elohim, Söhne des Höchsten, Elyon. Professorin Marty Stoissy weist darauf hin, dass der Ausdruck »Ihr seid Elohim« darauf hindeutet, dass Elohim viele Götter sind. Laut Professor Mark Smith stellt dieser Bibelabschnitt eine Szene dar, in der die Elohim-Götter als Söhne des höchsten Gottes El Elyon sich zu einer göttlichen Versammlung treffen. All dies fügt sich zu einem logischen Ganzen. Elyon teilte die Nationen nach den Söhnen von Elohim auf und Jahwe wurde zur Betreuung der Israeliten zugewiesen. Daher werden die Juden als auserwähltes Volk von Gott angesehen. Diese Entdeckung ist wichtig, wenn man bedenkt, dass die meisten Menschen auf der Welt Jahwe als den einzigen Gott ansehen. Darüber hinaus bestätigen archäologische Funde, dass Menschen in diesen Gebieten verschiedenen Göttern huldigten. Zum Beispiel haben Ausgrabungen in Kirbet Elkom, Elkorn und Kuntilet Aishrut Informationen über Jahwe und seine Partnerin Asherah enthüllt, was nach Professorin Francesca Stavrakopoulou darauf hindeutet, dass die Israeliten Asherah als die Frau Jahwes betrachten könnten. Ein wichtiger Aspekt ist die Tatsache, dass die Bibel selbst viele Elohim erwähnt, ihre Namen angibt und darauf hinweist, dass Jahwe einer von ihnen ist, der nationale Schutzgott der Israeliten. Chemosh zum Beispiel war der nationale Elohim der Moabiter. Kanaanäische Texte beziehen sich auf 70 solcher Elohim, die Schutzpatrone verschiedener Nationen sind. Ursprünglich wurde Jahwe als ein anderer Gott als El angesehen, aber mit der Zeit begann er, mit ihm identifiziert zu werden und übernahm seine Attribute. Laut Informationen auf Wikipedia, unterstützt durch Arbeiten von Experten der Religionswissenschaften, begann der Kult der ausschließlichen Verehrung Jahwes im 9. Jahrhundert vor Christus, zur Zeit Elias. Selbst damals war Jahwe nur von Interesse für eine kleine Gruppe,
bevor er während des babylonischen Exils und in der Zeit danach eine dominierende Position erlangte. Anfangs wurden die Anhänger Jahwes als Monolatristen angesehen, also als Personen, die an die Existenz vieler Götter glauben, aber nur einen verehren, Jahwe. Erst die nationale Krise des Exils veranlasste die Anhänger Jahwes dazu, die Existenz anderer Götter neben Jahwe zu leugnen, was den Übergang vom Monolatrismus zum vollständigen Monotheismus bedeutete. Ursprünglich waren also die Israeliten Monolatristen, was bedeutet, dass sie Jahwe als den einzigen Gott ansahen, dem die Israeliten huldigen sollten, obwohl sie die Existenz anderer Götter nicht leugneten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Elohim ein Begriff für viele Götter ist und tatsächlich ein kanaanitischer Ausdruck für einen Pantheon von Göttern. Es gab viele Elohim, Dutzende, vielleicht sogar mehr. Jahwe war einer dieser Elohim. Von Anfang an waren sich die Juden der Existenz vieler Götter bewusst, verehrten jedoch ausschließlich Jahwe als den Elohim der Israeliten. Im Laufe der Zeit, besonders ab dem 6. Jahrhundert vor Christus, gingen die Priester Jahwes von der Monolatrie, Verehrung eines Gottes bei Anerkennung der Existenz anderer, zum Monotheismus über, indem sie die Existenz anderer Götter außer Jahwe leugneten und ihn zur Rolle des höchsten Gottes, des Schöpfers der Welt erhoben. Die ursprünglichen polytheistischen religiösen Traditionen der Juden blieben jedoch in einigen Teilen der Bibel erhalten, insbesondere in der elohistischen Tradition. In biblischen Geschichten, wo ursprünglich die Anunnaki auftraten, erscheinen in der Bibel die Elohim. Die Bibel sagt, dass die Welt von Elohim erschaffen wurde, die Menschheit von Elohim erschaffen wurde und Henoch von Elohim entrückt wurde. Obwohl Anhänger der abrahamitischen Religionen Elohim oft als einen einzigen Gott interpretieren, zeigen historische und textliche Beweise, dass die Juden ursprünglich Polytheisten und Monolatristen waren, die Jahwe im Kontext eines breiteren Pantheons verehrten. Bei der Betrachtung des letzten Rätsels erkannten Experten der Religionswissenschaften nach der Entdeckung der Texte aus Ugarit, dass die kanaanäischen Elohim tatsächlich den Göttern entsprechen, die von anderen alten Zivilisationen beschrieben wurden. Konzentrieren wir uns auf drei Gruppen von Göttern, die Anunnaki, verehrt von den Sumerern, die Neteru, verehrt von den Ägyptern und die Theoi, verehrt von den Griechen. Es ist auffällig, dass die ägyptischen und griechischen Götter nach dem Vorbild der älteren sumerischen Götter gestaltet wurden. Zu den gemeinsamen Merkmalen dieser Götter aus verschiedenen Kulturen gehören: Die Götter lebten tausende von Jahren. Sie waren physisch auf der Erde präsent. Sie formten den Menschen aus Ton. Sie genossen den Geruch von verbranntem Fleisch und erwarteten von den Menschen solche Opfer. Sie wurden als humanoide Wesen dargestellt. Sie trugen glänzende Kleidung und waren von einer Wolke umgeben, wobei Menschen, die in ihre Nähe kamen, gelähmt wurden. Sie teilten die Erde unter sich in menschliche Nationen auf. Sie nahmen ihre Halbschwestern zur Frau und zeugten mit ihnen weitere Generationen von Göttern. Sie zeugten auch Kinder mit Menschen und schufen so Halbgötter. Sie führten Kriege untereinander, setzten menschliche Könige ein und befahlen den Menschen, Tempel für sie zu bauen. Die Entdeckungen aus Ugarit haben tatsächlich entscheidende Informationen geliefert, die es Wissenschaftlern ermöglichten, die kanaanäischen Götter Elohim mit den Gottheiten anderer alter Kulturen zu vergleichen. Es stellt sich heraus, dass viele der kanaanäischen Elohim Entsprechungen in den Pantheons anderer Zivilisationen hatten. Zum Beispiel, der kanaanäische Gott Baal wurde als Äquivalent des sumerischen Gottes Adad betrachtet. Der kanaanäische Dagon hatte sein sumerisches Gegenstück in der Gestalt von Dagan. Ischara wurde sowohl von den Sumerern als auch von den Kanaanitern verehrt. Nikal aus Kanaan entspricht der sumerischen Ningal und Chemosh, dem sumerischen Nergal. Astarte wird als Äquivalent der sumerischen Inanna angesehen. El, der Anführer der kanaanäischen Götter, wurde mit dem sumerischen Anu verglichen. Professor Mark Smith stellt auch fest, dass der Elohim Kotar Vakasis dem ägyptischen Ptah entspricht und das Trio Baal, Yam und Mot der griechischen Triade Zeus, Poseidon und Hades. Diese Ähnlichkeiten deuten darauf hin, dass die alten Völker der Nahostregion, einschließlich der Sumerer, Ägypter, Griechen, Kanaaniter und Israeliten, möglicherweise dieselben Götter unter verschiedenen lokalen Namen verehrten. Dies führt zu zwei Hauptinterpretationen. Entweder existierten diese Götter tatsächlich, oder sie existierten nicht,
und ihre Bilder und Charakteristiken waren das Ergebnis kultureller Transformation und Anpassung der ältesten sumerischen Mythen. Wenn die Ägypter, Griechen und Kanaaniter tatsächlich den sumerischen Pantheon der Götter als ihre eigenen adaptiert haben, würde dies auf einen kulturellen Einfluss der Sumerer hinweisen. Andererseits, wenn diese Götter wirklich existierten, würde dies bedeuten, dass verschiedene Völker denselben Gottheiten huldigten, indem sie ihnen unterschiedliche Namen gaben. Die Sumerer nannten sie Igigi und Anunnaki, die Ägypter Neteru, die Griechen Theoi, die Kanaaniter und Israeliten Elohim. Diese verschiedenen Namen würden sich auf dieselben Gottheiten beziehen. Die Elohim, identifiziert mit den Anunnaki, waren ursprünglich Götter der Sumerer und teilten nach der Sintflut das Land unter sich auf, indem sie als Schutzgötter über die verschiedenen Nationen herrschten. Laut der Bibel wurde Jahwe den Israeliten als Schutzherr zugeteilt. Wenn diese Götter Entsprechungen in anderen Kulturen hatten, lohnt es sich, über die Identität des Gottes Jahwe nachzudenken. Jahwe ist eine Schlüsselfigur in der Menschheitsgeschichte, als Gottheit, die von mehr als der Hälfte der Weltbevölkerung verehrt wird. Wie bereits erwähnt, erscheinen die ältesten Erwähnungen von Jahwe auf einer ägyptischen Stele aus dem 14. Jahrhundert vor Christus, wo Yxapmihaweh in der Region zwischen Sinai und Edom genannt wird. Professor Mark Smith betont, dass Jahwe der Gott der südlichen Regionen einschließlich Edoms war. Bezüglich der Identitätsfrage von Jahwe ist es interessant, dass obwohl Jahwe als kanaanäischer Gott angesehen werden könnte, kanaanäische Götterlisten aus dem 13. Jahrhundert vor Christus keine Erwähnung eines Gottes namens Jahwe enthalten. Es gibt nur einen Hinweis auf eine Gottheit, die als Yqedwe bezeichnet wird, was nach Ansicht von Experten unzureichend ist, um Yqedwe mit Yqenhwh zu identifizieren. Die ersten klaren Erwähnungen von Jahwe treten in späteren Dokumenten aus der Region auf, wie die Mesha-Stele, die den König von Moab, Mesha, beschreibt, der im Auftrag seines Gottes, Chemosh, gegen Jahwe, den Gott der Israeliten, vorgeht. Dies deutet darauf hin, dass sich der Kult um Jahwe deutlich später entwickelte und an Bedeutung gewann als der Untergang der sumerischen Zivilisation. Interessanterweise scheint Jahwe Merkmale zu besitzen, die charakteristisch für die sumerischen Götter Anunnaki sind. Wie bereits erwähnt, erscheint der Name Jahwe jedoch nicht unter den sumerischen Gottheiten und war den Sumerern unbekannt. Die erste bekannte Erwähnung von Jahwe erfolgt etwa 600 Jahre nach dem Untergang der Sumerer. Die Ähnlichkeiten zwischen Jahwe und den sumerischen Göttern Anunnaki sind tatsächlich frappierend und weisen auf mögliche gemeinsame Motive in alten Mythologien hin. Hier sind einige Beispiele für diese Ähnlichkeiten. Vorliebe für den Geruch von gebratenem Fleisch. Sowohl Jahwe als auch die Anunnaki-Götter schätzen den Geruch von gebratenem Fleisch und Fett und befehlen den Menschen, solche Opfer darzubringen. Langlebigkeit. Jahwe wird, ähnlich wie die Anunnaki, als Wesen dargestellt, das Tausende von Jahren lebt. Wohnsitz im Himmel. Jahwe hat seinen Wohnsitz im Himmel, wo ihn biblische Gestalten wie Abraham oder Henoch besuchen. Gelegentlich steigt Jahwe auf die Erde herab, wo er eine physische Form annehmen kann. Anthropomorphismus. Sowohl Jahwe als auch die Anunnaki werden als anthropomorphe Gestalten beschrieben, obwohl Jahwe oft sein Gesicht nicht zeigt. Umgeben von Wolken und verursachen von Lähmung. Jahwe umgibt sich mit Wolken und Personen in seiner Gegenwart können Lähmung erfahren, ähnlich wie bei den Anunnaki. Spezielle Regeln für Priester. Sowohl die Priester von Jahwe als auch die Anunnaki müssen spezielle Reinigungsrituale durchführen und desinfizierende Substanzen verwenden. Bau von Tempeln. Jahwe befahl den Bau eines Tempels und übermittelte Baupläne, ähnlich wie die Anunnaki-Götter. Kommunikation durch Truhen. Sowohl in sumerischen Tempeln als auch im Jerusalemer Tempel gibt es Truhen, aus denen die Stimme Gottes kommt. Nachkommenschaft mit Menschen. Jahwe soll, wie die Anunnaki, ein Kind mit einer menschlichen Frau gehabt haben. Kriege. Jahwe befahl seinen Leuten, wie die Anunnaki, Kriege gegen andere Nationen zu führen. In der Tat gibt es Dutzende solcher Verbindungen. Bei der Analyse der biblischen Erzählung von Jahwes Offenbarung an Abraham taucht eine interessante Frage bezüglich der Lokalisierung und Identität dieses Gottes auf. Laut Bibel offenbarte sich Jahwe Abraham in Mesopotamien, konkret in der Stadt Haran. Dies ist bedeutend,
da es auf die Präsenz Jahwes in einer Region hinweist, die Zeuge des Aufblühens vieler alter Kulturen und Religionen war. Beachten wir die Worte, die Jahwe zu Moses sprach: Ich bin Abraham, Isaak und Jakob, als der allmächtige Gott erschien, aber mit meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht offenbart. Im biblischen Kontext stellte sich Jahwe Abraham als El Shaddai vor, was als der allmächtige Gott übersetzt wird. Der Name Jahwe wurde erst Moses offenbart, also etwa im 15. Jahrhundert vor Christus. Dies deutet auf eine Evolution in der Art und Weise hin, wie Jahwe sich offenbarte und von den Menschen verstanden wurde. Die älteste außerbiblische Erwähnung des Namens Jahwe stammt aus dem 14. Jahrhundert vor Christus. Angesichts der Vielfalt der Namen, die in verschiedenen Kulturen den Göttern gegeben wurden, ist es möglich, dass Jahwe in Sumer unter einem anderen Namen bekannt war. Der Begriff El Shaddai könnte der Schlüssel zum Verständnis dieses Aspekts sein. Obwohl er üblicherweise als allmächtiger Gott übersetzt wird, sind Sprachwissenschaftler sich über seine genaue Bedeutung nicht sicher. Eine Hypothese deutet darauf hin, dass dieser Begriff sich auf einen Berg oder eine Wildnis beziehen könnte. William Wright, ein Bibelwissenschaftler, glaubt, dass Shaddai von einer semitischen Wurzel abstammen könnte, die sich im akkadischen Wort Shadushada, Bergbewohner, findet. Amuru, einer der Anunnaki-Götter, ist auch als Gott der Berge bekannt. Die Analyse der Rolle Jahwes im Kontext sumerischer Mythen und Gottheiten ist tatsächlich kompliziert, wenn man die verschiedenen Charaktere und Rollen betrachtet, die den Gottheiten in diesen Mythen zugeschrieben werden. In sumerischen Texten wird Amuru als Sohn des Gottes Anu und als Gott der Amoriter, nicht der Israeliten, beschrieben. Dies deutet auf die Vielfalt und kulturelle Spezifik in der Wahrnehmung der Götter im Altertum hin. In Haran, einer wichtigen Stadt für Abraham, war der Hauptgott Sin, identifiziert mit dem Mond, was im Gegensatz zu Jahwe steht, der in der Bibel als anthropomorphe Figur beschrieben wird und der ausdrücklich verbietet, himmlische Körper anzubeten. Dieser Unterschied betont die Einzigartigkeit Jahwes im Kontext antiker Glaubenssysteme. Betrachtet man biblische Geschichten, wird Jahwe als Gott dargestellt, der für die Erschaffung des Menschen verantwortlich ist, was Parallelen zu sumerischen Geschichten über die Anunnaki hat. In diesen Mythen formte Enki zusammen mit Mami den Menschen aus Ton. Ähnlich initiiert in der Geschichte der Sintflut Enlil die Vernichtung der Menschheit, während Enki Tsiusudra rettet. Im Fall des Turms zu Babel sowie der Zerstörung von Sodom und Gomorra scheint Jahwe die Rollen von Enki, Enlil, Anu und Ere zu vereinen. Obwohl Jahwe in biblischen Erzählungen am häufigsten dem Gott Enki zu entsprechen scheint, ist es schwierig, ihm eindeutig die Rolle eines spezifischen sumerischen Gottes zuzuordnen. Die Analyse der Identität Jahwes im Kontext antiker Mythologien und der Vergleich mit sumerischen Göttern wie Enki oder Enlil eröffnet tatsächlich interessante Perspektiven. Jean Botero, ein Bibelwissenschaftler, und David Rohl, ein Historiker, schlagen vor, dass Jahwe mit Enki, auch bekannt als Ea, identifiziert werden könnte, dessen Name in den Ausgrabungen von Ebla als Ja geschrieben wurde, was eine semitische Ausspracheweise sein könnte, und auf den Theonym Ja und letztendlich auf Jahwe hinweisen könnte. Es ist jedoch wichtig, die signifikanten Unterschiede in den Charakteristiken dieser Gottheiten zu beachten. Enki, ein gütiger Gott, freundlich zur Menschheit, bekannt als der Gott der Meere. Seine Figur ist mit dem Schutz und der Fürsorge für Menschen verbunden. Jahwe, dargestellt als ein mit dem Himmel, Stürmen verbundener Gott, von impulsivem Charakter und neigt dazu, Menschen als Objekte zu behandeln. In der Bibel oft als ein Gott beschrieben, der Völkermorde befiehlt. Temperamentvoll scheint Jahwe näher an Enlil zu sein, dem impulsiven Sturmgott und Bruder von Enki. Alternativ könnte er mit jüngeren Gottheiten wie Marduk verglichen werden. Die Frage der Herkunft des Jahwe-Kultes bleibt Gegenstand der Debatte unter Experten. Mit der Zeit wurde Jahwe, ursprünglich einer von vielen Elohim, zum dominierenden Gott der Region. Priester erhoben ihn zur Position des einzigen Gottes, was eine fundamentale Veränderung in der Religion der Israeliten bedeutete, von Monolatrie zu Monotheismus. Der mysteriöse Gott Jahwe, dessen Ursprünge ein Rätsel bleiben, soll der Vater von Jehoshua, Jesus, gewesen sein, einer Schlüsselfigur für Christen und Muslime. Sein Name, der Jahwe ist Rettung, bedeutet,
unterstreicht seine Verbindung zu Jahwe. Wenn man Geschichten über Götter als wahr annimmt, wurde Jahwe im Laufe der Zeit zum entscheidenden, wichtigsten Gott des Nahen Ostens. In einer Zeit, in der andere Gottheiten des Nahen Ostens an Bedeutung verloren, gewann Jahwe an Dominanz und wurde zum Hauptgott, indem er seinen Sohn in die Welt sandte. Durch das Christentum und den Islam wurde Jahwe zu einer weltweit bedeutenden Gottheit. Es gibt zwei mögliche Interpretationen. Jahwe könnte ursprünglich einer der weniger bedeutenden Götter gewesen sein, der allmählich dominant wurde, vielleicht als Ergebnis eines Götterkrieges oder einer Nachfolge. Alternativ könnte Jahwe von Anfang an einer der wichtigsten Götter gewesen sein. Laut der Bibel hat El Elyon Jahwe als Hüter des israelitischen Volkes bestimmt, was darauf hindeuten könnte, dass Jahwe einer der niederrangigen Elohim war, untergeordnet El Elyon. Eine alternative Erklärung, die vorschlägt, dass Jahwe dieselbe Figur wie El Elyon ist, geht davon aus, dass bei der Verteilung der Nationen unter die verschiedenen Elohim Jahwe selbst entschied, die Israeliten zuzuweisen und den Namen Jahwe anzunehmen. Die meisten Experten auf dem Gebiet der Religionswissenschaften sind jedoch der Meinung, dass Jahwe ursprünglich ein Gott niedrigeren Ranges war, untergeordnet El Elyon, und mit der Zeit begann, dessen Merkmale zu übernehmen. Unter der Annahme, dass Jahwe einer der wichtigeren Götter war, gibt es drei Hauptoptionen: Anu, Enki oder Enlil. Jahwe zeigt bestimmte Ähnlichkeiten mit jedem von ihnen. Ähnlichkeit mit Enlil. Der Charakter Jahwes ist ähnlich dem des sumerischen Enlil, des Sturmgottes, bekannt für seinen impulsiven Temperament. Ähnlichkeit mit Enki. Der Name Jahwe und das häufige Ersetzen von Enki in biblischen Erzählungen weisen auf eine Verbindung mit diesem sumerischen Gott hin. Ähnlichkeit mit Anu. Anu, als sumerischer Herrscher der Anunnaki, ist interessant, da sowohl der Kult um Jahwe als auch um Anu anikonisch waren, was bedeutet, dass es keine physischen Darstellungen, Statuen, Bilder gab. Es ist interessant, dass obwohl Jahwe Merkmale ähnlich denen der sumerischen Anunnaki aufweist und möglicherweise früher unter anderen Namen bekannt war, so wie sich Abraham in Mesopotamien offenbarte, es immer noch schwierig ist, ihn mit absoluter Sicherheit mit einem bestimmten sumerischen Gott zu identifizieren. Sicherlich könnte Jahwe als einer der Götter wie Anu, Enki, Enlil, Amuru, Marduk oder Ninurta identifiziert werden. Nach einer Analyse der Geschichte von Religion und Zivilisationen des Nahen Ostens können die folgenden Schlüsselerkenntnisse abgeleitet werden. Die Elohim in der biblischen Tradition entsprechen den Anunnaki in der sumerischen Mythologie. Jahwe wird als einer der Götter im Pantheon der Elohim dargestellt. Jahwe ist spezifisch mit dem Volk der Israeliten als deren Schutzgott verbunden. Diese Schlussfolgerungen werfen Licht auf die Geheimnisse rund um die Bibel und sumerische Mythologie. Obwohl ein großer Teil der Menschheit an Jahwe als den einzigen Gott glaubt, legen archäologische Forschungen und die Analyse des biblischen Textes nahe, dass Jahwe einer der vielen Götter der Elohim ist. Auch die Juden waren sich bewusst, dass Jahwe einer von vielen Göttern war. Warum kümmerte sich Jahwe nur um die Israeliten und ignorierte andere Nationen? Die Bibel scheint Geschichten der Sumerer zu entnehmen, da die Juden glauben, dass sie von den Sumerern abstammen und die vorsintflutlichen Patriarchen als Sumerer betrachten, Henoch als Emeduranki, Noah als Tsiusudra. In diesem Zusammenhang entsprechen die Elohim in der hebräischen Tradition den sumerischen Anunnaki. Mündliche Überlieferungen von Familiengeschichten wurden niedergeschrieben und bildeten die Grundlage der biblischen Erzählung. Die Bibel, die gekürzte und teilweise fragmentarische Informationen liefert, spiegelt den Einfluss antiker Erzählungen und Mythen wider. Biblische Figuren, obwohl sie andere Namen tragen, haben ihre Wurzeln in ähnlichen Etymologien, wie sie in der sumerischen Mythologie vorkommen. Nach der biblischen Sintflut verbreiten sich die Nachkommen der Sumerer und bilden verschiedene Nationen. Irgendwann offenbart sich Jahwe, einer der Elohim, Abraham in Mesopotamien, und führt ihn nach Kanaan. Jahwe wird dann zum Schutzgott der Israeliten und die Bibel verfolgt diese Beziehung genau. In diesem Kontext waren die Juden monolatristische Anhänger, die Jahwe als einen von vielen existierenden Elohim-Göttern anerkannten, aber nur ihn verehrten, da er ihr Schutzgott war. Das Buch Genesis, das Ergebnis der Kombination von jahwistischer und elohistischer Tradition, schreibt die sumerische Geschichte auf, indem es die Elohim als Anunnaki darstellt,
und Yahweh als einen der sumerischen Götter. Mit der Zeit verwandeln die Anhänger Yahwehs ihre Glaubensvorstellungen, indem sie Yahweh zur Position des einzigen existierenden Gottes erheben und die Existenz anderer Elohim verneinen. Der Begriff Elohim beginnt von den Priestern Yahwehs als Bezeichnung ausschließlich für einen Gott interpretiert zu werden, was eine fundamentale Veränderung im Verständnis und in der Richtung der religiösen Evolution bedeutet. Yahweh im Laufe der Entwicklung des Glaubens wurde zum wichtigsten Gott und die Söhne der Elohim, die zuvor als gleichrangige Gottheiten behandelt wurden, wurden zu Engeln degradiert, die Yahweh unterstehen. Heute glauben mehr als die Hälfte der Erdbevölkerung, dass Yahweh, der Gott, der sich Abraham, Moses, Salomo und auch als Vater Jesu offenbarte, der einzige existierende Gott ist. Dies ist ein Paradox, da andere ältere Götter der Elohim, die Anunnaki, vergessen und ihre Existenz geleugnet wurden, was es heutzutage schwer macht, Anhänger von Enki oder Baal zu finden. Die Rekonstruktion der Geschichte des Nahen Ostens nach den alten Völkern zeigt, dass die älteste entwickelte Zivilisation die Sumerer waren, ein geheimnisvolles Volk, das als Schwarzköpfige bekannt war und sich selbst als besonders von den Anunnaki-Göttern erschaffen und auserwählt betrachtete. Die Anunnaki sind die ersten detailliert beschriebenen Götter in der Geschichte der Menschheit und von ihnen leiten sich andere Götter des Nahen Ostens ab. Als die Sumerer nach Mesopotamien kamen, gründeten sie die erste Zivilisation und entwickelten frühe Formen der Mathematik, Schrift, Radfahrzeuge, Kalender und besaßen auch eine organisierte Medizin, fortschrittliche Architektur und Landwirtschaft. Es ist jedoch nicht genau bekannt, wer die Sumerer waren. Sie glaubten, dass ihre Zivilisation ein Geschenk der Götter war. Die ersten Könige von Sumer hatten spezielle Beziehungen zu den Göttern und regierten das Volk. Der letzte König Tsiusudra, der biblische Noah, überlebte eine lokale Flut auf einem Boot auf Befehl des Gottes Enki, was eines der Schlüsselelemente der sumerischen und biblischen Mythologie darstellt. Die Nachkommen von Tsiusudra, dem biblischen Noah, verbreiteten sich nach der Sintflut im Nahen Osten. Einige blieben in Sumer, um die Zivilisation wieder aufzubauen und neue Städte zu gründen, während andere nach Ägypten und andere Regionen zogen, wie in der Bibel erwähnt. In dieser Zeit teilten die Anunnaki-Götter gemäß der antiken Mythologie das Land unter die Nationen auf und wurden die Schutzgötter verschiedener Städte und Völker. Nach den Überzeugungen der Alten waren die sumerischen Götter dieselben Wesen wie die ägyptischen, kanaanäischen oder griechischen Götter, unterschieden sich jedoch nur in ihren Namen und den Gebieten, die sie beschützten. Yahweh, der sich Abraham in Mesopotamien unter dem Namen El Shaddai offenbarte, befahl ihm, nach Kanaan zu gehen. Über die nächsten 2000 Jahre kümmerte sich Yahweh um die Israeliten und unterhielt enge Kontakte mit ihren Führern wie Moses, Josua, Saul, David oder Salomon. Die Juden, die sich als Nachkommen der Sumerer betrachteten, schrieben ihre heiligen Schriften und schöpften aus den Geschichten der Sumerer. In dieser Erzählung entsprechen die biblischen Elohim den sumerischen Anunnaki. Und Yahweh ist einer der Anunnaki-Götter, obwohl seine genaue Identität unbestimmt bleibt. Mit der Zeit gewann Yahweh an Bedeutung im jüdischen Glauben und wurde zum einzigen Gott erhoben. Während andere Gottheiten allmählich aus dem Gedächtnis der Menschheit verschwinden, bleibt Yahweh eine aktive und physisch präsente Kraft auf der Erde. Ein Wendepunkt tritt ein, als Yahweh seinen Sohn, Jehoshua, Jesus, sendet, was einen Schlüsselereignis in der Religionsgeschichte darstellt. Jesus wird zur zentralen Figur sowohl im Christentum als auch im Islam, zwei Religionen, die den Kult um Yahweh weltweit verbreiten. Laut der Enzyklopädie der alten Geschichte wurde der hebräische Monotheismus später von den Anhängern des Christentums adaptiert, die weiterhin Yahweh verehrten, bekannt auch als Jehova und später einfach als Gott. Der Islam, der sich seit dem 7. Jahrhundert unserer Zeitrechnung entwickelt hat, erkennt diese Gottheit ebenfalls an und nennt sie Allah. Unabhängig von der ursprünglichen Identität Yahwehs und der Art und Weise, wie er in alten Zeiten verehrt wurde, ist er heute die Grundlage der drei großen monotheistischen Religionen der Welt. Das heutige Verständnis und die Interpretation dieser Glaubensrichtungen lassen Raum für verschiedene Konzepte, von der Auffassung der Elohim und Anunnaki als vollständig erfunden von den alten Menschen bis hin zum Glauben an ihre tatsächliche Existenz, wie von alten Zivilisationen behauptet.
Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und auf die Glocke zu klicken, um Benachrichtigungen zu erhalten. Tschüss.